So, Freunde, da sind wir zurück zu Ghost Recon. Was machen wir? Wir müssen ja weiter auf die Produktion stehen, also die Schwächung der Produktion. Haben wir in den letzten Folgen quasi das erste Gebiet, also die Zweier-Variante, platt gemacht. Jetzt gehen wir auf das nächste Gebiet, da ist das schon der Schwierigkeitsgrad 3. Dann kommt die 4 und als letztes haben wir noch ein 5er-Gebiet da unten. So, gucken wir mal. Ich glaube, der einzelne Haupteinsatz, den ich bis jetzt... Ah, nee, wir haben zwei freigeschaltet. Ich habe jetzt einfach mal einen eingenommen, ne, 50-50. Mal gucken, wie es läuft. Es kam mittlerweile ein Patch raus. Ich habe mir dazu auch mal den Heli herbestellt. Denn es gibt jetzt irgendwie... Der fliegt jetzt so ein bisschen anders. Also für die Leute, die jetzt, sagen wir, die letzten Folgen gesehen haben, dem werden sofort auffallen. Irgendwas ist jetzt rechts und links. Irgendwie fliegt der... Also, der sieht schon ein bisschen anders aus. Bin mal gespannt... Also wir waren ja eigentlich echt gut im Fliegen, muss man ja ehrlicherweise mal sagen, ne? Aber... Ah, man kann jetzt auch endlich mal einen Sinkflug machen, der halt nach vorne kippt. Weil sonst war das immer so, wenn du einen Sinkflug gemacht hast, sah halt immer so aus. Ne, irgendwie so. Aber jetzt kannst du auch mal nach vorne den Sinkflug quasi machen. Sonst war Sinkflug nach vorne immer mit Schub geben, aber da fliegt es halt nach oben. Okay, also haben sie ein bisschen umgeändert. Ansonsten, dass du halt so ein bisschen quer stehst in der Luft. Ne, das ist jetzt rechts und links lenken. Der Rest machst du mit der Maus. Also das ist zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, ist nur mit der Maus gelenkt. Und den Rest stellst du halt so ein bisschen quer. Vielleicht ist es dafür da, dass man halt vielleicht mal den Kugeln, also hier den Raketen ausweichen kann. Keine Ahnung. So, wir haben die Mission Redefreiheit. Ach, was siehst du, ich habe ja noch was vergessen, Freunde. Wir haben natürlich auch eine neue Ausrüstung mal wieder angepackt. Das neue Sturmgewehr L85A2. Ja, sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Sieht auf jeden Fall irgendwie aus, ob da innen drin noch irgendwas reingepackt wurde. Keine Ahnung. Vielleicht noch, wisst ihr, so eine Klappe, wo ein Magazin rauskommt, wenn du auf Klo bist, dass du noch was lesen kannst oder sowas. Keine Ahnung, was da so drin ist. Vielleicht ist auch eher zur Stabilisation gedacht. Mal gucken. Dann Scharfschützengewehr, das SR-25, kenne ich persönlich nicht. Handfeuerwaffe ist gleich geblieben, ganz aus dem einfachen Grund. Wir brauchten eine mit einem Schalldämpfer vorne. Nur die Schalldämpfer ist ungefähr so lang wie die Clara an sich. Die D-50 hat keinen gehabt. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach nächstes Mal weiter. Den Lady Killer sieht man ja schon, die hätte einen. Aber das sind dann halt La Novema, El Generale, The BFF. Das sind halt, wie ihr schon sehen könnt, das sind die Special Ones. Also die, die man quasi bekommen hat, wenn man so ein paar Lücken platt gemacht hat. So, gucken wir mal, ob das irgendwie alles so ganz gut funktioniert. Finden Sie den Gewerkschaftsführer, der hast nicht gesehen. Cool, machen wir. Das sieht auch für mich nicht so aus, als ob wir Gegner sehen würden. Wir gehen mal runter, Freunde. So, mit dem sollen wir auch noch reden. Hallo. Sag mal, habe ich jetzt hier... Hallo? Danke. So, das war zum Beispiel übrigens ein Fecht. Ich habe einen Zivilist getötet? Bestimmt ein Sicario vermissen. Was? Das war jetzt übrigens hier ein Fertigkeitspunkt, den wollte ich nicht machen, weil da zu nah eine Hauptmission drin war. Willst du mich verarschen? Ich hab doch keinen Sa... Hat mein Heli, ist mein Heli hochgegangen? Nee. Hä? Wie hab ich denn hier was getötet? Naja. Kommt ihr von Madre Coca? Erwarten Sie Ärger, Senior? Der sieht auch geil aus, der Hut vor allen Dingen. Und mal deine Mini-Pistole. Das ist eine richtige Pistole hier, Freunde. Seit wann ist es falsch, deinem Volk zu helfen? Wenn sie die Rede halten, werden Menschen sterben. Eine Drohne. Ganz einfach. Madre Coca wird ihre Leute schicken und dann wird es blutig. Also soll ich schweigen? Ist das die Antwort? Se equivoca. Dann sind sie nicht besser als Madre Coca. Geh mir aus dem Weg, Gringo. Ich muss zu meinem Volk sprechen. Hier Nomad, wir sind bei der Kooperative. Chavez hat unsere Warnungen ignoriert. Er will bald zu den Cucaleros sprechen. Die Rebellen sagen, Chavez sei ein waschechter Revolutionär. Er ist so gut wie tot. Das Kartell wird nicht tatenlos zusehen. Halten Sie Chavez auf jeden Fall am Leben. Dann wissen die Rebellen, dass wir ihnen wirklich gegen Madre Coca helfen wollen. Alles klar. Okay, habt ihr verstanden? Der Typ wäre jetzt irgendwie also mal richtig schön... Redefreiheit, typische, ne? Und wir sollen jetzt quasi da die Gegner daran hindern... Alles gut. Wir sind quasi daran hindern, dass der Typ stirbt. Wir haben Gesellschaft. Wo denn? Da. Hey, das ist mein Heli, ne? Gucken. Gucken, aber nicht Grabschi, ne? Okay, alles klar. Cookie, aber nicht Grabschi, mein Luder. So, guck mal. Also, bis jetzt ist der übelst friedlich. Ich will übrigens die Waffen einsetzen spielen, ne? Das wäre super. Mein Granatwerfer wieder ab. Können wir mit der Pistole hinterherlaufen, ist vielleicht ein bisschen cooler so.
Jungs? Sammeln, Leute. Ne? Guck mal her. In Bewegung. Also was wir natürlich auch machen können, ne? Wir holen hier Verstärkung her, wir machen da hinten noch eine Ablenkung. Dann kommt hier nämlich nichts mehr. So, da kriegen wir vielleicht ein paar ab. Klar, wir schicken Männer zu der Position. Hey. Jetzt kriegen wir unter. Oh, was ist da los? So, trotzdem will ich natürlich irgendwie das Gewehrchen hier nochmal irgendwie ein bisschen prüfen. So, na endlich gehst du mal hier oben in Deckung. So, echt die Frage, kommen die nur von da hinten rein? Ist so ein bisschen die Frage, Freunde. Das klingt, also kommt mir so vor, als ob es irgendwie ein bisschen verbuggt wäre. Wisst ihr, was ich meine? Okay, kann ich auf jeden Fall nicht durchballern. Oh, okay, die Nachladezeit von dem Ding ist immer richtig lang. Hinter mir. Oh yeah, baby! Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. War, glaube ich, eine richtig gute Idee, jetzt hier mal zu gucken. Okay, die Nachladezeit von dem Gewehr ist kacke. Den Gegner machen wir damit noch platt. Dann probieren wir mal als Sniper aus. Wenn man jetzt einen Gegner sehen würde. Ja, wir hätten die scheiß Rebellen nicht rufen sollen. Das wäre zu einfach gewesen. Ist jetzt zu einfach sozusagen. Da hinten haben wir noch ein Auto. Wir sollten die Waffen unten halten, damit wir keine erschrecken. Naja, mach ruhig. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Wer killt denn da schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Jungs, sind wir auch... Was ist denn das für eine Mission, Jungs? Sind wir hier Statist oder was? Müssen wir überhaupt irgendwas machen? Übrigens immer schön neben so einem Fass übrigens sich irgendwie hinzustellen. Das ist eine super Idee. Herr Bell, jetzt hör doch mal auf. Ich schieße dir ab. Mach mir da auch mal ein bisschen was. Sag mal... Wollen wir da durchballern? Was denkt das? Ich glaube nicht, Freunde. Oh, jetzt. Das war nämlich mir irgendwo klar, dass der letzte Typ war. Ich glaube, die Waffenkombi werden wir einfach mal nochmal beibehalten. Ich meine, so viel haben wir jetzt echt nicht gesehen davon, oder? Wie sieht's bei euch aus? Also den Sniper behalte ich auf jeden Fall bei. Sagen wir es mal so. Guck mal, ne? So, das war's doch jetzt hier, oder? Spinnig. Das war die Mission. Ja, cool. Okay, jetzt muss ich jetzt sowieso noch weitere Aufklärungsdinger erstmal sammeln. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, mit dem anderen Sturmgewehr vielleicht, weil da haben wir noch relativ viele. Aber das... Oh, warte mal. Vielleicht tun wir mal ein bisschen Spaß haben hier mit dem Sniper. Dann könnte man den Sniper nämlich weglegen. Da, wir sind dabei, Freunde. So, das machen wir jetzt nur, damit wir nochmal irgendwie ein bisschen das testen können hier. Immer über den Mähdrescher rüber. Der war super. Mach ich. Ah, okay. Gut, das ist wie immer ein Sniper. Das lädt fast schneller nach als das Sturmgewehr. Also Sturmgewehr kann ich jetzt nicht, wenn du mir überlegst, nicht so würde ich empfehlen, wenn man mich dann nicht nachlädt. Ist ja ewig. Und Pistole hatten wir ja schon mal. Ja, das läuft. Alles klar. Gut, Freunde, bis denne.